Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Strategie- und Warhammer-Freunde, zu Dawn of War 2 Retribution. So, wir starten gleich in die nächste Mission, nämlich in die Eiswelt Aurelia. Das wird lustig. Diese abgefangene Übertragung ist nicht gut. Wir sollten diese Ketzer erledigen, bevor alles noch schlimmer wird. Brüder, wir müssen Korn loben, denn der Bau des dunklen Portals ist abgeschlossen. Das wird wieder lustig. Ich glaube, ich nehme wieder den Ogrim Blechkopftrupp mit, um die neuesten Marines zu prügeln. So. Eindringlinge, seid ihr gekommen, um die Großartigkeit des dunklen Portals zu sehen? Dann kommt näher, schaut zu, wie die Entropie des Warps Fleisch und Stahl an sich reißt und vergehen lässt. Wir werden eure Verzweiflung feiern. Zeit für etwas Bewegung. Ich habe das Ziel. So. Ich höre zu. Ja, die explodieren, wenn sie sterben. Das ist, sollten wir schon mal drauf achten. Und ich gebe denen schon mal die Angriffsausrüstung, dass sie besser gegen. Es ist gefährlich, alleine zu gehen. Nimm das. Warten auf Befehl. Gehen wir in Deckung. Das Ding ausschalten! So. Mein Generalfeldmarschall nimmt schon mal hier den Punkt ein. Und dann holen wir unseren ersten Gardistentrupp. Gut, ich rücke vor. Dann los! Wir werden angegriffen! Wir sind jetzt unterwegs! So, ihr kriegt auch gleich mal Angriffsausrüstung. Die Ogrens werden nachgebildet. Hier kommt ein Stand. Ich rücke aus. Melde Feindkontakt! Das ist ziemlich zerstört. Nur zu, Sir. Dank sei dem Imperator für diese Waffe. Und dann gehen wir weiter vor. So, wo ist mein Sergeant? Der ist da. Oh, grenzt weiter vor. Wir können hier auf der Brücke keine Chimäre absetzen. Oh, neues Marines. Chaos Space Marine Chaos Ziel zerstört. Wir sind jetzt unterwegs. Angriff starten! Weg mit den neuesten Marines, die nerven nämlich unglaublich. So. Verstärkung für die Ogrenz. Und dann weg mit dem ganzen Zeug hier. Gucken, dass wir den Bunker leer räumen. Und hier weiter vorne in Stellung gehen. So. Dann sollten die Ogrens gleich mal auf das Gebäude einschlagen. Da ist eine Chaos-Energie-Barriere im Weg. Da können wir eh nicht rüber. Also gibt es nur den Weg erst einmal. So.
Brauchen wir mit der Valkyrie gleich mal wieder Verstärkung. So. Gut, ich rücke vor. Die sind alle raus. Oh, da ist ziemlich viel Viehzeug. Ah, da sind wieder neue Marines. Wir sind jetzt unterwegs. Ich werde attackieren. Sei stark. Nur zu, Sir. Dann los. Was habe ich hier? Signal. Wirft ein Signal. Dann wirft mal da ein Signal ab. Genau. Schubst mal unseren Generalfeldmarschall herum. Dann könnt ihr wenigstens nicht mehr unseren Fernkampf unterbrechen. Das ist das Schicksal des Chaos. Chimäre absetzen. Wir sind jetzt unterwegs. Kleine Sieg. So. Dann macht mal die Kraftwerke weg. Feindlicher Generator zerstört einen kaputten Generator. Gut, ich rücke vor. Und holt das noch hier. Jetzt haben wir viel Energie, aber wenig Anforderungspunkte gerade. Zeig für etwas Bewegung. Melde Feindkontakt. Wir sind hier draußen festgenagelt. Da ist ein Anforderungspunkt und ein... Na okay, an das Ding kommen wir nicht so leicht ran, aber da kommen wir ran. So, Granate da reinwerfen. Und dann dringend das schwere Waffenteam loswerden. So, holen wir wieder Verstärkung. Ziel erfasst. Fahre mit Angriff vorne. Und machen das Gebäude da noch leer. Nehmen wir mal den Punkt ein. So. Nicht wahr? Wir waren erfolgreich, wo selbst der große Ulkaier es nicht war. Kommt näher, geht zum Portal, starrt direkt in den Schlund des Warp. Wenn ihr Glück habt, werden eure Leben durch die Entropie ausgelöscht und nicht durch unsere Klingen. Als ob ich die Entropie fürchten würde. Habe ich jetzt... Nein. Kommandant einsatzbereit. Hauptgrundverstärkung bereit. Kommt in Gang, Soldaten. Wir sind hier. An die Arbeit. So. Nachricht erhalten. Bin schon unterwegs. Habe ich einen Trupp mit Flammenwerfern, die helfen beim Gebäude leer machen. Dreckige Ketzer. Wir werden einen angegriffen. Deckung hält. Nur zu... Genau, flammt die mal hier raus. Das ist nämlich sehr effektiv mit den Flammenwerfern. Gerade für sowas sind im Augenblick meine normalen Infanterietruppen recht gut. Und sie haben halt noch den Vorteil, sie sind günstiger als Gardisten und zahlenmäßig überlegen. Ich höre zu. Neuer Bericht. Chaos. Melde Feindkontakt. Chaos Ziel zerstört. Das schwere Waffenteam weg. Von dem Ding ist nichts mehr übrig. Dann die weg. Ich erfasse das Objekt. Kümmere mich drum. Hoffentlich
mit dem Feldmarschall den Anforderungspunkt einnehmen, dass wir schön viele Anforderungspunkte nachher haben, wenn wir hier an die Festung kommen. Dass wir dann einen oder zwei Sentinels rufen können. Das ist ziemlich zerstört. Und ja, die Gardisten sind eigentlich ziemlich gut darin, alles tot zu machen. Noch ein Zenschrein. Ich habe schon fast wieder vergessen, was die ganzen Schreine alles anstellen. Hier den Energiepunkt einnehmen. Wir erobern die Position, Sir. Verdammte Ketzer! Ziel erobert! So, erstmal den Bunker leer räumen. Wo ist eigentlich mein Sergeant Major? Der ist noch da hinten. Okay. Schick mal Verstärkung runter. Melde Feindkontakt. Wir sind jetzt unterwegs. Schaltet sie, verdammte Ketzer. Chaos Ziel zerstört. Der Gardistentrupp dürfte das eigentlich schaffen, die paar Heretiker wegzukriegen. Es wäre immerhin mein Elite-Trupp. Die sind ziemlich stark. Ich erfasse das Objekt. Nachher müssen wir nochmal hier hoch, um den Gegenstand hier zu kriegen. Oh, neues Marines. Das ist ziemlich zerstört. Ja, neues Marines sind halt in dieser Mission wirklich verdammt nervig. Den Energiepunkt einnehmen. Neuer Bericht. Chaos entdeckt. Ja, noch mehr Chaos da unten. Ziel eingenommen. Hier, Kommandant. Zeit für etwas Bewegung. Verdammte Ketzer. Das ist das Schicksal des Chaos. So, die alle wegballern. Die fallen zum Glück wie die Fliegen, weil sie erstmal nicht in Deckung sind und zweitens, weil es billige Heretiker sind. Und ich halt zwei Gardistentrupps mit den verbesserten Angriffswaffen habe. Das war zu kurz geworfen. Die Ogrens sollen sich mal um den Nahkampftrupp kümmern. Gut. Trupp ist wieder voll. Das ist das Schicksal des Chaos. Mein Feldmarschall ist mit seiner kleinen Truppe im Kampf. Kommandant Einsatz, Ziel erfasst. Wir sind hier im Kampf. Und weiter stürmen. Da sind wieder Hammocks drin, also schwere Waffenteams waren da drin. Ja, der Flammenwerfer-Trupp ist Gold wert. Auf jeden Fall. Oh, Grenz geht mal vor. Ihr seid ja Nahkämpfer eigentlich.
So. Wir werden angegriffen. Wir werden angegriffen. Die neuen Marines weg. Die nerven nämlich nur. Und da den Turm hier noch leer machen. Das ist ziemlich zerstört. Dann können wir zu dem Turm weitergehen. Chaos Ziel zerstört, kleines. Wir sind jetzt unterwegs. Auf dem Weg. Gut. Ich erfasse das Objekt. Verstärkung, weil wir wieder angeschlagen sind. Und unseren Sergeant hinterherholen. Da prügelt euch mal mit denen. Das ist das Schicksal des Chaos. Wieder ein Havoc da drin, der nervt. Das ist ziemlich zerstört. Oh, da ist noch ein Schrein übrig geblieben von... Ein Schrein des Chaos, der Chaos-Einheit beruft. Okay. Zielgebäude eliminiert. Diese Deckung... Chaos Space Marines greifen an! Chaos Space Marines greifen an! Kleines... So. Das ist ziemlich zerstört. Dann noch die da weg. Und wir können unsere Festung hier einnehmen. Okay, da kommt ein Dreadnought. Also ein Chaos-Dreadnought. Das war ein Chaos-Dreadnought. Oh, wir haben Bewaffnung in unserem Fort. Das habe ich gerade, habe ich gar nicht mehr gewusst. Ihre Havoc-Systeme haben uns im Visier. So, aber hier können wir jetzt zwei von denen rufen und ein schweres Waffenteam. Ich muss nur noch die Richtung messen. So, Sentinel ist bereit. Okay, durch die Barriere kommen wir nicht durch. Warten auf Befehl. Alle reingehen. Das Portal wird angegriffen. In die Schacht. Melde Feindkunst. Wir werden angegriffen. Dämonen des Korn, kommt. Ein Festmahl aus Schädeln und Blut erwartet euch. Wir werden angegriffen. So, machen wir erst einmal die beiden Kornaltare platt, bevor wir das Portal weiter unter Beschuss nehmen. Chaos Ziel zerstört. Chaos Space Marines greifen an. Wir werden angegriffen. Okay, Valkyrie. Machen wir es. Und dann hier durch marschieren und alles, was im Weg ist, eliminieren. Und dem gebe ich mal eine Verbesserung aus. Der böse Altar ist weg, dann fehlt noch der auf der anderen Seite. Mit was genau sind meine Sentinels eigentlich ausgerüstet? Steht nicht mal damit, was sie ausgerüstet sind. Aber es feuert jedenfalls ziemlich schnell. Es ist also keine normale Laserkanone. Das Schicksal des Chaos.
So, erstmal die Nahkämpfer loswerden, die uns hier im hier hinterher wuseln. Und du darfst ruhig da weiter drauf schießen, weil ich glaube, das kriegen die auch ohne dich hin. Wie wundert es, dass noch keine weiteren Zerfleischer aufgetaucht sind. Zielgebäude eliminiert. Ziel zerstört.